Willkommen auf der Route 66. Ist das hier Eselpolice oder was? Good day. Na ihr? Ja, Jesse wollte immer mal in ein American Diner gehen, in ein echtes, nicht so in diese Fake-Dinger in Deutschland. Und heute würde ich sagen, wieder einen Haken an die Bucketlist, oder? Yes. Guten Morgen! Wir sind gestern Abend in Lake Havasu City angekommen, so heißt das hier. Und wir sind auf dem Lake Havasu City State Park, direkt am Wasser auf einer schönen Campsite. Und ja, wir gehen jetzt noch kurz zum Wasser runter und dann geht es für uns schon weiter. Denn heute geht es auf die Route 66. Genau. Hier vorne war jetzt unser Platz für die Nacht. War auf jeden Fall ein guter, ruhiger Campingplatz, kann man sagen. Obwohl die Toiletten und Duschen für das Geld nicht so gut waren. Ich finde, Toilette ging, aber Dusche war ekelhaft. Ja, genau. Ja. Hier auf der Campsite stehen auf jeden Fall auch viele Leute mit Booten, aber auch mit riesigen Trailern, also Anhängern oder auch kompletten Wohnwagen, weil die Dinger sind so riesig, die haben so Slide-Outs an der Seite. Das ist wie eine kleine Wohnung. Ist echt wie ein Haus auf Rädern. Ja. Bevor es jetzt auf die Route 66 geht, sind wir noch bei der London Bridge, haben hier einen Halt gemacht. Und die London Bridge heißt London Bridge, weil sie im 12. Jahrhundert in London erbaut wurde und dort über 600 Jahre stand. Wurde übrigens hierhin verkauft, weil sie durch das starke Verkehrsaufkommen in London marode wurde. Also sie hielt dem starken Verkehr einfach nicht mehr stand. Daher wurde sie abgebaut und in Teilen über See hierhin verschifft und dann per LKW hier hingebracht. Und es ist die zweitgrößte Sehenswürdigkeit in Arizona. Ja, und was darf typisch London nicht fehlen? Die rote Telefonzelle. Ja, die Lage hier am Wasser, die ist wirklich richtig schön. Also man kann hier Bootstouren machen und sich ins Restaurant setzen, direkt am Wasser, in Cafés und es gibt eine Menge, das man hier sich anschauen kann und auch unternehmen kann. Kann man definitiv sehr empfehlen, Lake Havasu City. Und ja, Jesse meinte jetzt eben ja schon, die Brücke steht in Arizona, denn wir sind gestern in Arizona angekommen. Wir sind über den Colorado River gefahren in Parker und ab dem Punkt waren wir in Arizona angekommen und somit im zweiten Start unserer USA-Reise. Willkommen auf der Route 66. Ja, die Route 66 nennt man auch die Mother Road oder Main Street of America, aber heutzutage ist es keine offizielle Straßenbezeichnung mehr. Auf Straßenkarten erscheint sie so nämlich nur noch selten und oftmals wird sie nur noch als Historic Route 66 oder National Scenic Byway geführt. Wir sind auf dem Weg nach Oatman und hier haben wir kurz davor angehalten, denn hier ist die Oatman Boondocking Campsite und Boondocking steht quasi für erlaubtes Wildcampen. Das gibt es hier von verschiedenen Behörden, die das erlauben und das ist jetzt hier quasi einfach nur eine Stellfläche, wo es erlaubt ist, hinter mir auch zum Beispiel ein Feuerchen zu machen. Ist auch nicht überall erlaubt, aber das erfahrt ihr auf den offiziellen Seiten und hier könnt ihr einfach über Nacht stehen, hier gibt es keine Toiletten und nichts in der Art, also keine Waschbecken, gar nichts, keine Duschen. Und hier ist es wirklich so, man kommt an,
und guckt, dass man keine Spuren hinterlässt, dann darf man den Platz problemlos nutzen. Und ja, so sehen die aus. Die findet ihr auch in Apps, die es für Smartphone gibt, Free Camping Apps. Und ja, für uns geht's jetzt weiter rein nach Oatman. Wir sind jetzt in Oatman angekommen. Das ist eine kleine Stadt, die früher gegründet wurde, weil man hier in der Nähe Gold gefunden hat. Mittlerweile ist es nur noch ein touristisches Städtchen, aber es hat echt viel Geschichte. Da zwei gefunden. Ja. Ja, hier in Oatman, da gibt es ziemlich viele Esel, mitten in der City oder auch drumherum. Drumherum haben wir gerade auch schon welche gesehen, wo wir hingefahren sind. Und das Witzige ist, hier gibt es einen ganz bekannten kleinen Esel, der heißt Walter. Der wurde damals von seiner Mutter verstoßen, eine Familie hat ihn aufgenommen. Die Familie hat auch 4 Schäferhunde, wenn ich mich recht erinnere. Und ja, dann ist der Esel mit den Schäferhunden und der Familie aufgewachsen und hat auch Schäferhund-Züge angenommen. Also wenn der Besitzer nach Hause kommt zum Beispiel, dann kommt der nicht nur der Schäferhund angerannt oder die Schäferhunde, sondern auch der kleine Esel, der wackelt dann noch mit dem Schwanz und flippt total aus, was Esel ja so genommen nicht tun würden. Ist ziemlich witzig und ja, jetzt laufen die einfach so hier rum und der Walter auf jeden Fall, der ist auch der inoffizielle Bürgermeister bzw. Major der Stadt. Der kleine Esel gerade, der hieß Donald und der ist 1 Monat und 3 oder 4 Tage. Er ist alt, also noch total jung. Und die Esel hier nennt man auch Burros. Deswegen sieht man da oben auch den Burro-Bahn. Und sie heißen nicht nur Donkeys, so wie man das sonst in manchen anderen Ländern kennt. Hier im Hintergrund ist jetzt das Oatman Hotel und das wurde 1902 eröffnet und das hat auch eine total lange Geschichte. Später wurde es dann geschlossen für Übernachtungsgäste, sage ich mal, aber es ist immer noch offen, dass man sich das anschauen kann und auch dort essen oder trinken kann. Ganz bekannt wurde das Hotel dadurch, dass Clark Gable und Carol Lombard 1939 dort die Honeymoon Suite hatten. Ja, und damit hat es einen richtigen Fame-Status erreicht. Man liegt übrigens auf 2700 Metern und teilweise wird es hier so heiß, dass man wirklich ein Ei auf der Straße braten kann, also ein Spiegelei machen kann, nur mit der Sonnenenergie. Jedes Jahr am 4. Juli findet hier auch ein Wettbewerb statt, wo man halt das Ei dann auf der Straße braten kann und nach 15 Minuten wird dann der Gewinner gekürt. Die Stadt wurde übrigens 1860 gegründet und zur Spitzenzeit lebten hier über 3500 Menschen. Ja, kann man sich gar nicht vorstellen mit dem Goldboom, dass hier so viele Menschen hingekommen sind. Der Goldboom hier ging
bis in die 1920er Jahre hinein. 1924 wurde die Hauptmine geschlossen, aber bis 1944 wurden weitere Minen weitergeführt. Und 1921 gab es den riesig großen Brand, wo alle Häuser verbrannt und abgebrannt sind. Nur das Oatman Hotel hat den Brand überstanden. Benannt wurde der Ort hier nach Olivia Oatman, denn damals sind hier Indianer durchgezogen, haben ihre ganze Familie umgebracht und haben sie mitgenommen, versklavt. Und nach 4 Jahren wurde sie wieder freigelassen, kann man sagen. Und es gab eine riesige Geschichte, das wurde hier überall in der Presse, in den Medien publiziert. Und somit hat man den Ort nach ihr benannt. Nach Kingman. Da wollen wir in ein cooles Diner gehen. Jetzt haben wir hier einen Aussichtspunkt entdeckt und ja, sieht nice aus. Sieht's ein bisschen, was frisch. Ja. Davon, dass es hier wirklich extrem windig ist, gab es hier vorne überraschenderweise viele Gräber, Urnen standen da und ich denke mal, das ist von oder beziehungsweise für Menschen, die auf dieser kurvigen Strecke verunglückt sind, denn gerade die letzten Meter, die wir gefahren sind, die gingen die ganze Zeit hoch runter und haben sich geschlängelt, da hinten kann man es vielleicht auch ein bisschen erkennen. Also definitiv eine anspruchsvolle Straße, vor allem wenn man jetzt mit einem riesig großen Camper fährt, bei uns, der geht ja von der Größe noch, aber ansonsten denke ich, dass man hier auch leicht wirklich mal vom Wege abkommen kann. Wen haben wir denn da? Next bitch. And it's jawohl. Be feeling same as the beginning. Waste of time, waste of time. Ist das hier Esel Police oder was? Good day. Na ihr? Hallöchen. Hallo. Was ist da drin? Sheriffs, glaube ich, die kontrollieren uns. Ja, ich glaube auch. Sollten Sie Fahrzeugpapiere? Ja, das nenne ich euch mal eine Straßensperre. Wahnsinn. Na du? Gerade erst mal dem Camper da hinten geholfen, dass der hier durchkommt. Die Esel von der Straße gelockt, aber so richtig wollten die auch wieder nicht. Das ist schon echt verrückt hier. Das hier unter dem einzigartigen Berg da oben ist jetzt die Cool Spring Station. Das war ganz früher eine Tankstelle auf der Route 66 und heute ist es noch ein Museum und Giftshop und auf der Strecke hier auch ziemlich bekannt. Didn't care for one another, you and I.
You and I thought I lost my way, but you washed out all the gray. Don't know why. You got me high, but I'm sober. Ja, Jesse wollte immer mal in ein American Diner gehen, in ein echtes, nicht so in diese Fake-Dinger in Deutschland. Und heute würde ich sagen, wieder einen Haken an die Bucketlist, oder? Yes. Thank you. Enjoy. Thank you very much. Wir haben uns jetzt Fajitas bestellt. Es ist eine große Portion auf jeden Fall, ne? Das sieht echt gut aus. Na, bitte. Ja. Gelandet. Das war früher mal eine Tankstelle und jetzt ist es ein Souvenirladen, genau. Und man sieht noch ganz viele alte Autos hier, die Zapfsäulen, also es ist ein cooler Ort. Eine interessante Männertoilette auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt, wie es gleich bei den Frauen aussieht. Ja, so, ja. Marilyn Monroe, also jetzt bin ich aber enttäuscht. Ja. Wir legen gerade einen kleinen Stop ein, da wir ein bisschen müde werden. Und das ist krass, wir sind jetzt schon 140 Kilometer circa auf der Route 66 gefahren. Und vor uns ist auf einmal ein Sandsturm. Kurioserweise sieht man hier gerade gar nicht mehr so stark wie vor ein paar Sekunden. Ich habe extra angehalten. Mies, doch, aber ich zeige euch trotzdem mal. Ja, ein bisschen, oder? So, wir sind auf unserer neuen Campsite angekommen in Williams. Das ist der Williams KOA Pines irgendwas Campground. Das ist ziemlich lang der Name, wir können es nochmal einblenden. Sehr, sehr schön hier unter so Pinienbäumen, aber man muss sagen, ihr seht wahrscheinlich schon am Pullover, es ist richtig kalt geworden. Und wir haben gerade eine Warnung bekommen, heute Abend kann es sogar gefrieren, deswegen muss man die Schläuche vom Auto abmachen und. Also richtig crazy, wie kühl es auf einmal ist. Und heute Morgen war es ja noch richtig warm auf der Campsite, auch gestern Abend. Und das ist jetzt ein richtig krasser Unterschied. Aber wir freuen uns drauf. Was morgen nämlich kommt, ist nicht die Maus, die gerade hier aus dem Camper klettert, sondern morgen geht's zum Grand Canyon. Richtig genial. Aber für uns ist jetzt erstmal Wäsche waschen angesagt. Warte, ich helfe dir. Wir haben hier Doppeltüren, ist auch ganz interessant, hatten wir auch noch nie. Jo, aber jetzt erstmal ankommen hier. Das hatten wir, glaube ich, auch noch nie auf einer Campsite. Einen heißen Whirlpool, einen Hot Tub und sogar ein richtig großes Schwimmbad. Vermutlich ja beheizt bei den Temperaturen. Ja, ach, da hinten ist der Whirlpool, oder? Oder das ist noch einer. Dann ist der hinten aktiviert. Mega cool. Schick. Ja, gleich da rein? Natürlich. Der Waschraum, der ist auf jeden Fall auch sehr gut. Wir haben gerade hier vorne die beiden Waschmaschinen genutzt. Und jetzt läuft hier unser Trockner 45 Minuten. Und dann haben wir das auch schon wieder erledigt. Und zu den Preisen. Trocknen 45 Minuten kostet 2 Dollar. Das ist echt ein guter Preis, muss man sagen. Da gab es schon teure Campsites, wo wir waren. Und waschen pro Maschine 3 Dollar. Die Campsite hier ist auf jeden Fall richtig gut ausgestattet, auch mit Kinderspielbereichen. Dann gibt es einen Games Room und riesig groß sehe ich sie. Oben, unten, links, rechts jeweils so ein großer Bereich und der geht noch ziemlich weit runter sogar.
200 Plätze maximal am Wochenende. Ja, und heute ist es nicht ganz voll. Da kommt gerade ein richtig cooler Truck angefahren. Ja, sieht echt nice aus. Dahinter noch ein Geländewagen, der gehört auch dazu, habe ich gerade schon gesehen. Und wir stehen hier vorne, haben sogar noch einen Anschluss für Strom und Wasser bekommen. Und da hinten ist noch ein Kasten dran, der kleine. Da kann man sogar sein Kabelfernsehen anschließen. Richtig crazy. Wir kochen uns jetzt Mac and Cheese und schaut mal, hier ist die Karte von dem Platz. Da habe ich gerade entdeckt, dass es hier sogar einen Go-Kart-Track gibt. Und hier für Kinder ein Jumping-Pillow, also das ist schon crazy. Auf dem Weg hier nach Williams sind wir vorhin übrigens noch durch Seligman gefahren. Auch ein kleiner sehenswerter Ort mit ein paar Highlights und gilt als der Geburtsort der Route 66. Jetzt sind wir in Williams, wie gesagt, und das hier gilt als Tor zum Grand Canyon. Und wie gesagt, eine Stunde Fahrt nur von hier aus und wir freuen uns echt extrem darauf morgen. So, unser Abend und das Video enden hier. Jessie, die sortiert dahinter noch Wäsche weg. Die haben wir jetzt eben aus dem Trockner geholt, haben zwischenzeitlich ja gekocht, gegessen. Ich habe gerade geduscht. Jo, war auch eine richtig gute Dusche, muss man sagen. Nicht so wie auf dem letzten Campingplatz. Der war zwar echt schön am Meer, aber die Duschen nicht so toll. Hier ist alles tipptopp, muss man sagen. Dafür kostet aber auch 20 Euro mehr. Oder Dollar. Ja, jetzt bauen wir das Bett auf, dann sichern wir noch die Videos, die Fotos. Ja, ist schon wieder halb 10 am Abend. Instagram-Kommentare und Nachrichten und dann... Ja, hoffen wir, dass wir mal, und wir hoffen mal, dass wir vor 12 im Bett sind, weil am ersten Tag war es 1 Uhr, glaube ich. Gestern war es irgendwas nach 12 und heute wird es gefährlich eng schon wieder. Naja, lasst auf jeden Fall gerne wieder einen Daumen hoch da, einen Kommentar. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, abonniert ihn gerne, dann verpasst ihr auch kein kommendes Video. Jo, und dann sehen wir uns im nächsten Video am Grand Canyon wieder, würde ich sagen. Macht's gut. Die Route 66 nennt man im Übrigen auch... Ja, die Route 66. Kleine Esel gerade, der hieß Donald. Und der war ein Jahr. Ein Monat. Ja, warte. Der kleine Esel gerade, der hieß Donald, der war ein Monat und 3 oder 4 Tage alt. Also noch echt jung, muss man sagen. Und. Was soll ich noch sagen? Die Stadt wurde übrigens. 1860, oder?